Liebe Tierfreunde, ich war sehr neugierig, als ich hörte, dass ein Wanderfalke auf einem Kirchturm gesichtet wurde. Also schnell die Canon R6 und das RF 100 bis 500 mm mit zweifach Telekonverter eingepackt und nichts wie hin. Vor Ort angekommen hörte ich schon den Wanderfalken, der lautstark auf sich aufmerksam machte. Es scheint nicht so ungewöhnlich zu sein, einen Wanderfalken in der Stadt anzutreffen. Der Fachliteratur zufolge haben die Wanderfalken als Felsbrüter inzwischen auch Städte mit ihren Kirchtürmen für sich entdeckt. Beeindruckend ist, dass der Wanderfalke mit einer Spitzengeschwindigkeit von mehr als 320 Stundenkilometer das schnellste Tier auf der Erde ist. Wer hätte das gedacht? Wanderfalken sind hochspezialisierte Vogeljäger, deren Nahrung fast ausschließlich aus kleinen bis mittelgroßen Vögeln besteht. Obwohl Tauben zur bevorzugten Nahrung gehören, scheint dieser Wanderfalke gerade keinen Hunger zu haben. Ein Glück für die in seiner Nähe sitzenden Tauben. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat und Sie meine zukünftigen Tiervideos sehen möchten, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Vielen Dank!